Herr Wimmer ist einen langen Weg gefahren mit seiner Frau. Das sind 7,5 Stunden mit dem Auto hierher. Das ist schon wirklich fast eine Zumutung. Aber ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Und Sie sind ja einer von mittlerweile 5, die sich mit diesem Thema befassen, unser Verhältnis zu Russland. Nur haben wir es ein bisschen ausgedehnt. Wir haben jetzt die Europäische Union und wir haben die USA dazugenommen. Aber herzlich willkommen, Herr Wimmer. Und herzlich willkommen, Frau Wimmer. Herr Wimmer hat als CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung zwischen 1988 und 1992 eine ungemein wichtige Zeit miterlebt. Eine Zeit, in der es schien, als würde ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen. Schluss mit dem Kalten Krieg, Abrüstungsverhandlungen, Wiedervereinigung Deutschlands. Eine Zeit, in der Willy Wimmer mit seiner Delegation in den USA diese Neuausrichtung hautnah erfahren hat. Das Weiße Haus, das Militär und wohl auch die Geheimdienste hatten auf Frieden und Perspektivwechsel umgeschaltet. Willy Wimmer war davon tief beeindruckt, dann aber ebenso tief enttäuscht, als innerhalb kürzester Zeit die alten kalten Kriegskräfte in den USA erneut das Ruder herumrissen, um die nun zutage tretende Schwäche der neu gegründeten Russischen Föderation eiskalt für ihre eigenen Interessen auszunutzen und mit der NATO nach Osten vorzurücken. Das hat Willy Wimmer in seinem Buch »Die Akte Moskau« auf eine bewegende Weise beschrieben. Das Buch und andere von ihm verfasste Bücher können Sie übrigens im Anschluss an die Veranstaltung hier erwerben. Willy Wimmer wird auf Wunsch signieren. Die USA wollen unter keinen Umständen eine engere Zusammenarbeit oder gar Freundschaft zwischen Deutschland und Russland akzeptieren. Das hat eine lange Tradition und das gilt eben auch für das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland. In diesem Punkt sind sich beide großen US-Parteien, sind sich Republikaner und Demokraten absolut einig. Mit Präsident Trump wurde diese bisher eher diplomatisch umhüllte Interessenlage um weitere Punkte erweitert. Trump betreibt ganz offen die Zerstörung der Europäischen Union, indem er den Brexit nach Kräften unterstützt und in aller Offenheit die Spannungen zwischen Polen und der Europäischen Union aufgreift und vertieft. Zudem muss man sich fragen, in wessen Auftrag und mit wessen Geld sein ehemaliger Chefstratege Stephen Bannon von seinem Hauptquartier in der Nähe von Rom aus die europafeindlichen, nationalistischen Bewegungen unterstützt. All dies ist offene Feindschaft und man fragt sich wirklich, ob man eine klare Gegenposition allein dem französischen Präsidenten überlassen soll, denn auch Frankreich exportiert Autos. Nun aber ein paar Sätze zu Willy Wimmer. Er ist 1943 geboren, studierte Rechtswissenschaften und war seit 1977 als Anwalt in Mönchengladbach tätig. 1959 trat er in die SED, wäre auch eine ganz gute Idee gewesen, in die CDU ein. Wir haben hier so wenig Leute von der CDU. Ja. War Vorsitzender der Jungen Union des Bezirksverbandes Niederrhein und von 1986 bis 2000 Vorsitzender des Bezirksverbandes Niederrhein. Von 1976 bis 2009, also 33 Jahre, war er Mitglied des Bundestags. Das muss man erst mal hinkriegen. Dort war er von 1985 bis 1992 verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion und von 1988 bis 1992 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. Als solcher erlebte er die spannende Zeit der Ost-West-Entspannung und die Wiedervereinigung. Ich war wirklich beeindruckt zu lesen, wie sie sich bemüht haben, die Zusammenführung von der Nationalen Volksarmee und Bundeswehr in einer menschlich fairen Weise zu versuchen. Willy Wimmer ist heute ein unabhängig denkender Mensch. Er muss keine Wahlen mehr gewinnen.
Sein Denken ist konzentriert auf Friedenspolitik und in diesem Punkt ist er radikal, ignoriert Denkverbote und Tabuzonen und setzt sich ohne Wenn und Aber für ein neues, friedensfähiges Verhältnis zu Russland ein. Die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika kritisiert er ohne diplomatische Rücksichtnahme, wobei er Trump von dieser Kritik eher verschont. Müssen wir mal erklären nachher. Kontroversen jeder Art nimmt er in Kauf. Das gilt auch für den heutigen Abend. Bei uns, wie immer, in der Sache hart, im Ton respektvoll und höflich. Ich danke Ihnen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eigentlich mit der Gegend hier nichts am Hut. Also um gleich zu sagen, es gibt keine verwandtschaftlichen oder sonstigen Beziehungen hierhin. Ich bin reiner Rheinländer, väterlicherseits noch auf Bayern gepolt. Aber irgendwie ist in meinem Leben Sachsen so Bezugspunkt für viele interessante Entwicklungen für mich gewesen und die fingen ziemlich früh an. Ich war als junger Abgeordneter 1978 zu meinem ersten Besuch in Washington. Ich kannte übrigens die Vereinigten Staaten besser als selbst die Bundesrepublik, von Deutschland ganz zu schweigen, weil ich da so oft gewesen bin. Und 1978 wurde der East Wing der berühmten Nationalgalerie in Washington eröffnet. Ein wunderbarer Bau und jedes Mal ein Muss, dahin zu gehen. Womit wurde der East Wing eröffnet? Mit dem grünen Gewölbe. 78. Und das war natürlich für mich eine Sensation der Luxusklasse. Und ich bin im Rahmen des Besuches da auch hingekommen, habe mir das ansehen können. Und das Interessante war, ich habe in dem Katalog zum ersten Mal, bestimmt zum ersten Mal, ein Bild von Deutschland bekommen. Das Bild war ungetrübt und zeigte dieses Deutschland. Das war der Katalog der Regierung der DDR. Und ich nehme an, dass das Ihnen in der Zeit, soweit Sie mein Alter haben, einige hier können das durchaus haben, das war in dieser Zeit eine Sensation, weil weder hier noch im Rheinland hatte man noch eine Vorstellung von Deutschland. Und da komme ich nach Washington und da präsentiert die Regierung der DDR mir das Bild von Deutschland, das bei uns keiner mehr gezeichnet hatte. Natürlich in Zusammenarbeit mit der Regierung der Vereinigten Staaten. Das war eine hochpolitische Angelegenheit, dass der East Wing mit dem grünen Gewölbe eröffnet werden konnte. Und vor diesem Hintergrund ist mir das wirklich im Hinterkopf geblieben und abgesehen von den historischen Überlegungen irgendwann Ende der 80er Jahre wieder aufgetaucht, als ich als amtierender Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland in der NATO-Übung Vintec-Simex konventionell und nuklear Krieg geführt habe. Es war eine Stabsrahmenübung, wie sie auch im Warschauer Pakt gemacht worden ist. Und diese Stabsrahmenübung ist hier auf größtes Interesse gestoßen, weil aus den abgehörten Dingen unserer Beratungen die Spitze der NVA wusste, dass sich was Entscheidendes bei uns getan hatte. Mir ist das sehr viel später mitgeteilt worden, weil ich ja auch sehr viel später erst Kontakt zu den Leuten der NVA bekommen habe. Aber in dieser Übung im nuklearen Umfeld,
8 Tage wurde konventionell alles zerstört und dann 8 Tage nuklear der letzte Grashalm beseitigt. Im Rahmen dieser Übung verlangte man von mir, den nuklearen Angriffsbefehl gegen Potsdam und Dresden zu geben. Also das muss man einem Deutschen zumuten. Und deswegen habe ich dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl gesagt, mit meiner Zustimmung passiert das nicht. Und der Bundeskanzler Helmut Kohl hat innerhalb von Minuten die Bundesrepublik Deutschland aus dieser Übung rausgezogen. Wir haben nie zuvor eine NATO-Übung verlassen, aber in dem Zusammenhang ja. Und warum sage ich das? Ich habe es erlebt unter dem Gesichtspunkt, was Sie gesagt haben und was Herr Professor Salay im Zusammenhang mit den Schichten des Lebens gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, rumzutheoretisieren. Überall sind Menschen dabei, auch im politischen Bereich. Das sind ja keine Automaten, das sind auch keine abgehobenen Typen. Das sind Leute, die in der Geschichte ihres Volkes hoffentlich leben und vor diesem Hintergrund auch Entscheidungen treffen. Und ich muss sagen, dass das mir möglicherweise bei der NATO natürlich auf meiner Personalakte einen roten Reiter eingetragen hat, aber damit der amtierende Bundeskanzler in der NATO ein Signal gesetzt hat, wir denken an mehr als nur an eine NATO-Übung, wenn wir solche Dinge durchziehen. Das muss man mit allem Nachdruck sagen und sehen, wenn man sich über Geschichte unterhält und darauf, ob wir Subjekt oder Objekt der Geschichte sind. Ich bin der Auffassung, wir sind die entscheidende Kraft in diesem Volk, in diesem Land, und wir müssen Einfluss nehmen auf die Gestaltung, auf die politischen Entwicklungen der Gestalt, dass unsere Überzeugung vom Frieden umgesetzt wird. Und Sie haben eben gesagt, ich zähle zu denen, die vielleicht manches vernünftige Wort über Trump finden, greift das gerne auf. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass alle diejenigen, die sich über die Eskapaden von Herrn Trump heute echauffieren, sich auf die Straße gelegt hätten, als wir einen völkerrechtswidrigen Krieg nach dem anderen im amerikanischen Auftrag bei den Präsidenten Clinton, Bush und Obama geführt haben. Das sind alles Überlegungen, wo ich nur sagen kann, ich betrachte diese Dinge im Zusammenhang mit Trump als eine schräge Emanzipation von einem übermächtigen Partner. Der ist es eigentlich nicht, an dem man sich da reiben kann. Aber es passiert. Und es passiert aus politischen Überlegungen heraus. Und diese politischen Überlegungen werden wirksam bleiben. Es kann ja mal sein, wenn es die Vereinigten Staaten dann noch gibt, dass der nächste amerikanische Präsident nicht mehr Trump heißt. Ist ja nicht unwahrscheinlich. Dann bin ich mal gespannt, wie dann die politisch Verantwortlichen sich in Berlin verhalten, was die deutsche Position anbetrifft, wenn es darum geht, die Meinung dagegen zu machen, zum Krieg zu greifen. Trump hat uns bisher keinen Präsidentenkrieg serviert. Wir sind für jeden amerikanischen Präsidenten bisher in den Jahren nach der Wiedervereinigung in den Krieg gezogen. Und ich kann nur sagen, dann wird der Beweis anzutreten sein, ob deutsche Politik sich im Resonieren erstreckt und ergibt und aufgibt oder ob es wirklich aktive Politik ist. Aber es gibt einen weiteren Grund, warum ich sage, Dresden ist irgendwie für mich ein unheimlicher Bezugspunkt. Ich bin 1991 in Dresden gegenüber der Kaserne, wo Rommel mal unterrichtet hat, ich bin in die Lage versetzt worden, ein sowjetisches Bataillon zu vereidigen. Und man hat mir damals gesagt, ich bin der erste Ausländer seit 1917, der das hat machen dürfen. Und vor diesem Hintergrund, da geht einem ja vieles durch den Kopf, aber vor diesem Hintergrund habe ich natürlich immer
herausgehobenes Interesse an der Entwicklung, dem Abzug und der Entwicklung der 1. Garde Panzerdivision gehabt. Das war ja ein Kampfverband, wo ich nur sagen kann, das war Soviet Military Power, wie die Amerikaner immer gesagt haben. Das war alles vom Feinsten. Und die Russen haben das aufgegeben. Sie haben die gesamte Garde-Panzerarmee haben sie nicht eingemottet, sondern aufgegeben. Und wir haben natürlich gedacht, eine optimale Entwicklung, also nicht, dass ich die vereidigen konnte, sondern die Abrüstung, die dann anschließend kam. Und ich habe ja gute Gesprächspartner, gute Freunde aus dieser alten Zeit in Moskau. Und vor diesem Hintergrund sprechen wir natürlich auch darüber unter dem Gesichtspunkt, warum wird die denn jetzt in Smolensk wieder aufgestellt? Und Sie haben dankenswerterweise, Herr Schmidt-Gödelitz, darauf aufmerksam gemacht, was bei mir in meinem Leben so passiert ist. Wir sind 1988 mit allen Verteidigungspolitikern der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Washington gewesen, wie in jedem Jahr, solange ich verteidigungspolitischer Sprecher war. Und wir wurden zu unserer großen Überraschung vom deutschen militärischen Flughafen auf Dulles Airport, die Bundesrepublik Deutschland hat da ein eigenes Gelände auf dem Dulles International Airport, wir wurden nicht in unser Hotel gefahren, sondern direkt ins Hauptquartier der CIA. War ich sowieso immer, also vor diesem Hintergrund war das eine bekannte Geschichte, nur das, was uns da erwartete, das hat uns umgehauen, da stand die gesamte Führungsspitze und hat uns gesagt, so, jetzt vergesst mal alles, was ihr bisher gehört habt über die Sowjets in Mitteleuropa. Die Sowjets in Mitteleuropa, das war ja wirklich ein Militärfaktor der besonderen Art. Das war militärische Kraft, mit der sie alles machen konnten. Ich kenne ja noch die Übungen, die sie auf den Düsseldorfer Rheinbrücken abspielten, die wir dann abgehört haben und wo man dann sah und mitbekam, dass es eben in Richtung Atlantik ging. Also so wird das ja gemacht in diesen Kreisen. Und die Amerikaner haben uns gesagt, vergesst das mal alles, das, was die Russen machen, ist nichts anderes als der Schutz von mütterlichem Russland in Zusammenhang mit den Erfahrungen von Napoleon und Hitler. Ja, man muss das ja mal in dieser Breite, muss man das ja sehen. Und die amerikanischen Spitzenleute aus CIA und State Department und Pentagon, die anwesend waren, betonten das nachdrücklich, dass das die Auffassung der Regierung der Vereinigten Staaten sei, noch nicht endgültig abgeschlossen, aber sie würden es uns vortragen. Dann ist unser Militärattaché hingegangen und hat den Generalinspekteur der Bundeswehr angerufen, der hat den amerikanischen Botschafter Byrd aus einer Theatervorstellung in München rausgeholt und hat ihm gesagt, wenn eure Leute in Washington deutschen Abgeordneten sowas sagen, bricht der Verteidigungswille in Deutschland zusammen. Die Russen auf einmal oder die Sowjets auf einmal als Leute, die nicht aggressiv sind, sondern die Frieden wollen und die ihr Heimatland schützen wollen. Und das hat uns natürlich bestimmt in diesem Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt, da muss dann aktuelle und aktive Politik draus gemacht werden. Und in dieser Zeit bekamen wir nicht nur diese Informationen von der dafür vorgesehenen amerikanischen Einrichtung, sondern auch Gespräche im Weißen Haus, die deutlich machten, übrigens mit dem langjährigen amerikanischen Botschafter in Moskau, Matt Locke, können Sie alles im Internet nachlesen, die deutlich machten, dass die Sowjets und die Amerikaner an einer neuen sowjetischen Verfassung in Washington arbeiteten, im Weißen Haus, und dass jede Veranstaltung des Zentralkomitees der KPDSU in Washington vorbereitet worden ist.
Das machte natürlich deutlich, dass es eine Form der Zusammenarbeit zwischen Washington und Moskau gab, von dem wir hier in Deutschland keine Ahnung hatten. Und ich sage das mal in Zusammenhang mit Dingen, die ganz aktueller Natur sind. Man kann ja über vieles immer wieder reden. Und ich habe gestern Abend in einem Gespräch mit Herrn Schmidt-Gödelitz darauf aufmerksam gemacht, dass mir die Äußerungen des leider nur kurzfristigen Außenministers Gabriel in diesem Zusammenhang sehr wohl im Ohr sind. Wir müssen in Zusammenhang mit allen Fragen, die anstehen, immer auch davon ausgehen, dass es nicht nur bei aller Konfrontation konfrontative Überlegungen sind, die beide Seiten bestimmen, sondern auch immer die Überlegung, ein Kondominium über Europa zu errichten. Man muss von deutscher, französischer Seite aus immer an alles denken, wenn es um die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sich handelt. Das heißt, in der ganzen Breite muss gedacht werden und wir müssen eigentlich immer wissen, was auf diesem Globus los ist, um unsere eigenen Überlegungen und die nationalen deutschen Interessen in diese Überlegungen einzubringen. Und deswegen sage ich das hier in diesem Zusammenhang, weil die Lehren, die ich aus Dresden und Umgebung gezogen habe, alle mit diesen Überlegungen in Verbindung zu bringen sind und auch übereinstimmen. Und jetzt ist man natürlich heute in einer Situation, dass man sagt, wir leben in kritischen Zeiten. Und das wird wieder durch Dresden deutlich. Ich habe ja gute Freunde hier in Sachsen, auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages, und die berichten mir dann davon, dass jede Nacht an Dresden vorbei die Züge mit schwerem militärischen Gerät an die Ostfront rollen. Ja, meine Damen und Herren, dafür haben wir die Entwicklung 1990 nicht bekommen. Und was sind das für Überlegungen, wie die in Moskau gesehen werden müssen, wenn das jeden Tag und jede Nacht passiert? Bevor ich jetzt hier ins schöne Gödelitz gekommen bin, war ich die letzten Tage zu einer Konferenz in der Schweiz, wo slowakische Gesprächspartner auch anwesend waren. Die berichten das aus der Slowakei auch. Ja, meine Damen und Herren, wir kriegen das durch Zufall mit oder wenn wir aufmerksam sind, aber die russischen Dienste wissen das genau, die können das alles addieren. Und das hat ja Konsequenzen für die Meinungsbildung der russischen politischen Führung. Und die große Frage ist doch für die, wissen wir das und sind wir damit einverstanden? Viele Dinge auf diesem Feld finden nicht mehr unser Interesse, weil wir offensichtlich überfordert sind, uns Gedanken zu machen, müssten es aber. Und ich sage das mal im Zusammenhang mit der jetzt gewählten Präsidentin der Europäischen Kommission, der ehemaligen Verteidigungsministerin von der Leyen. Die hat jahrelang gesagt, wir müssen die lästigen Militärkontrollen an den europäischen Grenzen, wenn Truppen verlagert werden sollen, die müssen wir aufgeben. Es muss einen Schengen-Raum für militärische Operationen geben. Ja, meine Damen und Herren, ich komme ja nun aus der alten Bundesrepublik und habe die Entwicklung in der NATO nun näher mitbekommen als manche andere. Und die Gründungsväter der NATO auf deutscher Seite waren immer der Auffassung, wir müssen die nationalen Grenzen beibehalten, weil wir alles tun müssen, damit die Militärs nicht ihr eigenes Ding machen. Und meine Damen und Herren, Grenzen sind die beste Methode, nationale Souveränität zu exekutieren unter dem Gesichtspunkt, warum will der amerikanische Militärbefehlshaber für Europa Truppen von X nach Y verlagern und wir wissen nichts davon und uns interessiert es nicht. Und dann sind wir eines nicht allzu fernen Tages in einem Konflikt, bei dem wir froh sein können, wenn wir es aus dem Radio erfahren.
Und das sind ja alles Dinge, wo ich nur sagen kann, natürlich kommt das alles aus den Lebenserfahrungen heraus, die man im Umfeld, jetzt sage ich es nochmal, von Dresden hat sammeln können. Und deswegen ist das ein für mich so wichtiger Platz, hier auch präsent zu sein, weil man hier ein Maß an Aufgeschlossenheit für diese Dinge finden kann, das es anderswo in der Republik schon gar nicht mehr gibt. Und deswegen ist, Herr Schmidt-Gödelitz, für mich Sachsen so wichtig. In dem Zusammenhang gibt es aber auch Überlegungen, die über dieses Ereignis in Washington 1988 hinausgehen, die sehr aktueller Natur sind und die uns wirklich mit der Frage konfrontieren, wie halten wir es denn eigentlich mit unseren Beziehungen zu den Amerikanern und zu den Russen und was, denken wir, soll die Aufgabe der Europäischen Union sein? Ich sage das deshalb, weil wir ja in so einem Gedenkzyklus sind. Seit dem vergangenen Jahr machen unsere Staats- und Regierungschefs ja so etwas, was man früher in der DDR wohl Reisekader genannt hat. Die fahren von einer Gedenkveranstaltung zur anderen und alles das, was Krach macht und stinkt, scheint deren Interesse zu finden. Die Panzerketten rollen in Erinnerung an glorreiche Siege. Das, was mich in diesem Jahr so massiv gestört hat, ist der Umstand, dass da, wo das ganze Elend Europas anfing, mitgestaltet worden ist, Versailles vor 100 Jahren, keine Erwähnung gefunden hat. Die sind über alles weggegangen. Und da kann ich mich doch nur fragen, warum haben sie das denn getan? Möglicherweise in der Erkenntnis, dass das der strategische Großfehler gewesen ist, der uns alle, unsere Väter und Vorväter, Mütter und Angehörige umgebracht hat und der uns möglicherweise auch noch umbringen wird, wenn diese verhängnisvolle Politik weiter betrieben wird. Meine Damen und Herren, ich bin Herrn Trump dankbar, dass er in dem Jahr, nachdem er ins Amt kam, Frankreich besucht hat und das Augenmerk auf diese Dinge gelegt hat durch einen Besuch am französischen Nationalfeiertag 2017. Er hat zusammen mit dem Präsidenten Macron den General Foch, das Grabmal von General Foch in Paris besucht. Jetzt ist das an den Deutschen vorbeigegangen, weil die wissen nicht, wer das ist. Oder wer weiß es schon, wer General Foch war. Und das hat eine Menge mit der Entwicklung von Versailles zu tun. Meine Damen und Herren, man kann über die Geschichte unseres Landes trefflich streiten, viele Meinungen artikulieren. Man muss es nur wissen, wie es gewesen ist. Und man muss einen Beitrag dazu leisten können, sich selber auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Ich sage das jetzt nicht als Ergebnis meiner Überlegungen, obwohl ich in dem Buch und immer wieder Versailles darüber geschrieben habe, aber der in Deutschland so bekannte australische Publizist Christopher Clark hat in seinem Buch über Schlafwandler, herausgegeben aus Anlass des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, ja darüber geschrieben, dass alle in Europa wie Schlafwandler in diesen Ersten Weltkrieg hineingetaumelt sind. Ich aus der Bundesrepublik, alt, bin damit groß geworden, Fritz Fischers Thesen von der Geschichte, dass Deutschland an allem schuld gewesen sei. Ich habe mich natürlich im Kreis gedreht, als ich Christopher Clark und später Wolfgang Effenberger dazu gelesen habe. Man muss eben alt genug werden, um umfassend über die Geschichte des eigenen Volkes, der eigenen Nation in Kenntnis gesetzt zu werden. Wenn alle in diesen Ersten Weltkrieg so reingetaumelt sind, wie Christopher Clark das gesagt und geschrieben hat, dann muss ich mich doch fragen, warum in Versailles, und vielleicht ist das der Grund, warum alle es totgeschwiegen haben, dass das vor 100 Jahren war,
warum es in Versailles hieß, dass Deutschland allein schuld an diesem Ersten Weltkrieg gewesen sei. Wenn wir alle reingetaumelt sind, gab es keinen Grund für dieses Verdikt in Versailles. Und man muss heute mit allem Nachdruck sagen, wenn man die Entwicklung seither sich ansieht, ohne Versailles kein Hitler und ohne Hitler kein Zweiter Weltkrieg. Das ist der Gang der Dinge. Ich sage das aber jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt, das ist etwas fürs deutsche Auditorium. Ich sage das unter dem Gesichtspunkt, liebe Leute, fragt euch doch mal, warum es heute gegen Russland geht. Und das hat was mit der Behandlung Deutschlands und Österreich-Ungarns nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu tun. Warum? Wir waren an allem schuld und waren auf die 14 Punkte von Wilson, dem amerikanischen Präsidenten, mit der Garantie des Selbstbestimmungsrechts auch für Deutschland und Österreich-Ungarn offenkundig reingefallen und gelingt worden. Eine Entwicklung, wie wir sie nach dem Ende des Kalten Krieges in Zusammenhang mit der damaligen Sowjetunion, dem heutigen Russland auch gesehen haben. Man hat uns 1917 gesagt, es gibt eine faire Lösung, wenn der Krieg zu Ende ist. Den Russen hat man gesagt, die NATO dehnt sich nicht nach Osten aus und hat anschließend das genaue Gegenteil gemacht. Und meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht hingehen und sagen, ich verbinde die Entwicklung Versailles mit der Entwicklung 1990. Aber meine Damen und Herren, was muss man denn mehr machen, als unter Staatsmännern zu offerieren, wie man vorzugehen denkt? Der andere geht drauf ein und anschließend sagt man, du bist gekniffen, wir machen es trotzdem anders. Und ich sage das in Zusammenhang mit der Entwicklung nach 1990 deshalb so bewusst, weil ich für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl das Konzept nicht nur geschrieben habe über die Integration der Streitkräfte in Deutschland, sondern auch für die Begrenzung der NATO auf die Oder. Schüsse von links. Ziemlich ungewöhnlich. Und unsere Überlegungen in dem Zusammenhang waren, wir bleiben in der NATO als Stabilitätsanker für die europäische Entwicklung. Und wir sind davon ausgegangen, dass an diesem stabilen Deutschland auch die Russische Föderation ein zentrales Interesse haben würde in einer Zeit, die vom Umbruch bestimmt war. Und deswegen NATO-Mitgliedschaft. Übrigens, Hans-Dietrich Genscher und andere haben mir gesagt, ich würde damit die deutsche Wiedervereinigung verhindern. Das war aber für uns der Weg, sie überhaupt zu bekommen. Denn wenn wir die NATO-Mitgliedschaft in Frage gestellt hätten, die Amerikaner haben uns die Wiedervereinigung sowieso nicht gegeben, die ist von Moskau ausgekommen, dann wäre das torpediert worden. Ich weiß noch aus den täglichen Berichten in den deutschen Zeitungen, wer alles nach Ost-Berlin gefahren ist im Herbst 1989, um Erich Honecker und anschließend Egon Krenz davon zu überzeugen, nur ja nicht zur Wiedervereinigung die Zustimmung zu geben und den Prozess zu torpedieren. Also für uns war das damals ein Ritt über den Bodensee und wir haben es hinbekommen, dass die Vereinigten Staaten unter diesen Kriterien mit der Wiedervereinigung Deutschlands, die von Russland ausging, der Sowjetunion ausging, einverstanden zu sein. Aber unsere Überlegung war eben auch die, in einer defensiv ausgerüsteten und ausgestatteten NATO sicherzustellen, dass keine Unsicherheit in der Zone erhöhter Turbulenzen zwischen Warschau und Minsk und Moskau entstehen würde. Und deswegen war meine Überlegung die, es gibt, was die Westalliierten gerne gehabt hätten,
Es gibt keine Ostausdehnung der Besatzungstruppen, die wir hatten, inzwischen unsere NATO-Verbündeten, wenn man das so sieht. Gibt's nicht. Und die haben alles getan, um auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten zu beschwatzen. Französische, britische und amerikanische Truppen auf dem Territorium der ehemaligen DDR unterzubringen. Und ich sehe natürlich in dem Zusammenhang auch, aber das ist jetzt vielleicht mein Spezialinteresse, dass die Amerikaner alles getan haben, vom Flughafen Leipzig aus die Versorgung Afghanistans durchzuziehen. Unter dem Gesichtspunkt, das wird dann eben aus diesem Territorium entgegen der damaligen Vereinbarung gemacht. Das sind alles Dinge, wo ich nur sagen kann, trau schau wem, aber trau keinem über den Weg. Aber es sollte eben so sein, dass es hier keine fremden Truppen geben würde, die eigenen. Und es sollte sichergestellt sein, dass über die Oder hinaus die NATO nicht ausgedehnt werden sollte. Aus den vorgenannten Gründen. Und meine Damen und Herren, wir sind in der Folgezeit in des Teufels Küche geraten, weil die Vereinigten Staaten ohne uns zu fragen und zu informieren den Charakter der NATO völlig verändert haben. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland dem NATO-Vertrag zugestimmt, also Alt-Bundesrepublik Deutschland, dem NATO-Vertrag zugestimmt unter dem Gesichtspunkt Verteidigungsallianz. An die Charta der Vereinten Nationen und Entscheidungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gebunden. Und dann ist über 1999 in Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg gegen Jugoslawien ist nicht der NATO-Vertrag geändert worden, weil die Amerikaner genau wussten, da hätte kein europäisches Parlament mitgemacht, sondern die NATO ist ausgerichtet worden an ein sogenanntes neues strategisches Konzept, damit wir an der Verfassung vorbei völkerrechtswidrige Kriege im Interesse der Vereinigten Staaten weltweit durchziehen sollten. Und meine Damen und Herren, ich sage das jetzt mal vor dem Hintergrund der Geschichte unseres Landes, wie wir die so Breiterpropter kennen. Wie kann man hingehen als Bundesrepublik Deutschland, als Bundesregierung und den wesentlichen zivilisatorischen Fortschritt, wenn man den überhaupt so nennen kann, des Zweiten Weltkrieges, ad acta zu legen, die Charta der Vereinten Nationen zu zerstören, indem man die Rolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen beseitigt, dass eben Krieg nicht, dass Krieg verbannt sein sollte vom europäischen Kontinent und vom Globus, dadurch, dass man die besondere Verantwortung des Sicherheitsrates etabliert hatte. Wir führen heute, ich sage das mal, Sie haben ja eben gesagt, ich schätze ein offenes Wort, tue ich auch, wir führen heute wieder Krieg auf dem Niveau des 1. September 1939. Nach den gleichen Kriterien, wenn Sie sich die Direktiven des amerikanischen Präsidenten für Kriegführung ansehen, dann wissen Sie, das ist kein Unterschied mehr zu dem, was wir da hatten. Und der große zivilisatorische Fortschritt in Zusammenhang mit Krieg, ist das ein schlimmes Wort, in Zusammenhang dann mit der Charta der Vereinten Nationen, ist ad acta gelegt worden. Und wir sind heute in der NATO unter Kriterien, zu denen der Deutsche Bundestag nie gefragt worden ist und nie seine Zustimmung gegeben hat. Und wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, dann wissen Sie nämlich, was das bedeutet. Die Soldatinnen und Soldaten der deutschen Streitkräfte sind auf die Verfassung vereidigt, nicht auf Frau Merkel oder Herrn Schröder oder Herrn Kohl. Auf die Verfassung vereidigt. Und damit ist das Völkerrecht Bestandteil ihres Auftrages. Und im Soldatengesetz steht, wer das nicht jeden Tag für sich verinnerlicht, landet im Knast für bis zu 10 Jahre. Das ist das, was wir offensichtlich aus der Geschichte gelernt haben, indem wir uns an Kriegen beteiligen, die völkerrechtswidrig sind und die dazu beitragen, dass wir unsere Nachbarschaft in Schutt und Asche legen und uns dann wundern, dass die Leute bei uns Zuflucht suchen unter dem Gesichtspunkt, wenn er uns schon in die Steinzeit bombt,
dann wollen wir wenigstens bei euch leben. Das ist die Wirklichkeit dieses Landes, mit der wir es zu tun haben und wo man nur sagen kann, liebe Leute, es gibt unheimliche Diskussionen, vor allen Dingen im Netz, unter dem Gesichtspunkt, wir haben keine Verfassung. Ich kann jedem, der so einen Schwachsinn schreibt, nur sagen, haltet das Grundgesetz fest. Wir werden nie in Deutschland mehr eine Verfassung bekommen, die das zum Inhalt hat, was da drin steht, wenn wir nicht hingehen und diese Verfassung verteidigen unter dem Gesichtspunkt nach innen und nach außen. Friedensfähigkeit für dieses Land. Und was hat das mit Russland zu tun? Die haben uns die Wiedervereinigung gegeben. Wir werden ja jetzt in wenigen Wochen an den Fall der Mauer erinnern. Die haben uns die Wiedervereinigung gegeben in der Überlegung von Michail Gorbatschow, gemeinsames Haus Europa. Und wir gehen heute hin und sagen, Edge. Also wenn die Frau Nahles noch dran wäre, die wird das sagen, Edge. Oder Bätschi. Wir gehen heute hin und sagen, das haben wir alles vergessen. Wir lassen euch nicht ins europäische Haus und wir verweigern euch den gemeinsamen Platz am gemeinsamen Tisch Europa. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund habe ich natürlich die Bilder der 1. Garde-Panzerdivision aus Dresden, jetzt in Smolensk, vor Augen. Ich würde mich auch dagegen schützen von diesen Typen, die meinen guten Willen und meine Leistung missachtet haben, vorführen zu lassen. Ich würde Vorkehrungen treffen. Und ich sage das jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt militärischer Aufrüstung. Sie haben ja, Herr Schmidt-Gödelitz, hier ein verdienstvolles Werk, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Sie an Egon Bahr erinnern. Und Egon Bahr war auf das Beste befreundet mit Valentin Fahlin. Und am 30. September 1989 sitze ich dem in Moskau gegenüber. Der war damals für die internationale Politik der KPdSU verantwortlich. Und wir sind aus dem Gespräch rausgegangen, mein Büroleiter und ich und der deutsche Verteidigungsattaché, unter dem Gesichtspunkt, wir kriegen die Wiedervereinigung. Wenn wir das in Bonn gesagt hätten, hätten sie uns sofort in die Klapse gesteckt. So, und der Valentin Fahlin hat gesagt, es gibt zwei Nationen, die Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben. Die eine ist Japan und die andere seid ihr. Und auf die erstaunte Frage, wieso und weshalb, hat er gesagt, sie haben ihre Ökonomie, ihr Sozialwesen, ihr Bildungswesen, sie haben das innere Rückgrat ihres Staates gestärkt, entwickelt. Und sie haben sich nicht über Rüstungsausgaben totgerüstet. Und meine Damen und Herren, das ist brandaktuell für die heutige Situation in der Nachbarschaft zu Russland. Wir geben, ich sage jetzt mal, eine Billion Euro für Rüstungsausgaben aus, als Westen, und die Amerikaner ein Vielfaches von dem, was die Russen ausgeben. Ich glaube, 10% davon geben die Russen aus. 700 Milliarden. Ja, sehen Sie, also ein Jurist kann sowieso nicht rechnen, deswegen bin ich bei einer Billion. Bei einer Billion angekommen. Na, nehmen wir mal Ihre Zahlen. So, das heißt, das, was hier passiert und die rollenden Züge an Dresden vorbei, jede Nacht, sollen dazu beitragen, dass die sich wieder, nachdem sie es schon einmal getan haben, totrüsten. Ja, warum soll ich da nicht Verständnis für jemanden haben,
der im Kreml sitzt und sagt, ich reduziere meine Rüstungsausgaben, weil ich dieses dreckige Spiel durchschaut habe. Da habe ich menschlich Verständnis für, politisch sowieso. Und deswegen sage ich das in diesem Kontext, um deutlich zu machen, das sind Entwicklungen, die sind längerfristiger Natur. Und sie haben alles etwas damit zu tun, dass wir unser Versprechen aus dem November 1990 mit der Charta von Paris nicht gehalten haben. Wie die 14 Punkte von Wilson am Ende des Ersten Weltkrieges. Wir haben uns zwischen Tokio und Toronto in Jan versprochen in Paris, nie wieder Krieg in Europa. Es soll das gemeinsame Haus Europa entstehen. Die Russen und wer auch immer sich da neu bildet, soll in dieses Haus einziehen können, eine Wohnung haben und am gemeinsamen Tisch einen Platz finden. Und dann gehen wir anschließend hin und sagen den Russen, ihr nicht, ihr bleibt draußen, und wir zerstören die Nachkriegsordnung nach 1945 dadurch, dass wir eine Gründungsnation der Vereinten Nationen und eine Gründungsnation der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Jugoslawien, im Frieden bei einer hell erleuchteten Stadt Belgrad überfallen. Das war ein Überfall. Und da kann ich nur sagen, das hat uns den Krieg nach Europa zurückgebracht, und unsere Aufgabe muss darin bestehen, denen in Berlin oder in Brüssel oder sonst wo in den Arm zu fallen, die uns in diesen Krieg ziehen wollen. Und ich sage das mal vor dem Hintergrund der Dinge, die Sie jeden Abend, wenn Sie es sehen wollen, im deutschen Fernsehen oder im internationalen Fernsehen verfolgen können. Da werden doch die Filme darüber gezeigt, wie in der Zeit des Kalten Krieges die Militärs von beiden Seiten miteinander gespielt haben, nach dem Motto, wer schießt als Erster, wenn er übers Ziel hinausschießt? Und das passiert doch schon wieder. Man fängt sich in Grenznähe ab, man macht dieses und macht jenes, nur um rauszutesten, wer als Erster scharf schießt, um den dann in die Verantwortung zu treiben. Und meine Damen und Herren, das hat was mit dem amerikanischen Präsidenten Trump zu tun. Das ist für mich in Anbetracht der Situation, mit der wir es zu tun haben, die letzte inneramerikanische Möglichkeit, den amerikanischen Kriegstreibern, die sich auch in den Streitkräften der Vereinigten Staaten befinden, in den Arm zu fallen. Es ist doch widersinnig, da sagt jemand, ich trete in der Präsidentschaftswahl an mit der klaren Aussage, ich will es mit Putin versuchen. Der hat noch mehr gesagt, ich will es mit Putin machen. Und er sagt, ich habe was dagegen, dass unsere Jungs in Zinksärgen aus den Kriegen in der ganzen Welt zurückkehren. Ich verspreche euch, das hört auf. Und meine Damen und Herren, mir ist diese Aussage des amerikanischen Präsidenten wichtiger als alles andere. Das ist eine Selbstversicherung des amerikanischen Präsidenten in Zusammenhang mit den Konflikten, die es weltweit gibt, nicht zu den Mitteln der Herren Obama, Bush und Clinton zu greifen. Man wirft dem vor, dass er zu seinen Wahlversprechen steht. Das ist unsere einzige Garantie, meine Damen und Herren, dass es nicht zum Krieg kommt. Der muss den Amerikanern gegenüber bestätigen, dass er ihre Kinder nicht in Zinksärge nach Hause bringt. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Politik weiter betrieben werden kann unter dem Gesichtspunkt, wir dürfen es nicht zulassen, dass es einen Militärputsch oder was auch immer in den Vereinigten Staaten gibt, wo dieser aus meiner Sicht letzte Anker in Zusammenhang mit einer auf Frieden ausgerichteten Politik ins Gras beißen muss. Die anderen sind mir nicht koscher genug. Und ich sage mal aus meiner Sicht, wie ich die weltpolitische Situation in diesem Kontext beurteile.
gibt ja zwei Beispiele, die deutlich machen, dass wir höllisch aufpassen müssen und am besten nicht vorderhand jemanden verdächtigen oder verurteilen. Iran. Warum hat es da doch nicht gekracht? Kann man sich tagelang darüber unterhalten und mit Sicherheit wird diese Akademie hier Möglichkeiten finden, diese Diskussion zu führen. Die Amerikaner wissen, wie sicher es geht nicht mehr wie Jugoslawien oder Irak oder Syrien darum, irgendwo Staaten sich unter den Nagel zu reißen, die zur Dispositionsmasse gestellt worden sind. Wer den Iran angreift, hat es mit einer Nation zu tun, die nicht vergessen hat, dass es im Krieg Irak gegen Iran, der vom Westen gesponsert worden ist, insbesondere von den Vereinigten Staaten, 1 Million iranische Tote gegeben hat. Es gibt keine iranische Familie, die nicht Familienmitglieder verloren hat. Und meine Damen und Herren, gegen eine solche Nation führt man besser keinen Krieg. Aber die Russen, die Chinesen und die Inder wissen ganz genau, wenn das fällt, hat das Konsequenzen für sie. Und vor diesem Hintergrund ist die Situation anders, als wir sie im Zusammenhang mit den letzten Jahren gesehen haben. Und das hat was mit Trump zu tun und seinem Urteilsvermögen. Kann man in den ganzen Jahren sehen, auch wie er Dinge auf die Toiletten von russischen Flugplätzen in Syrien geschickt hat. Muss man alles in diesem Zusammenhang sehen. Auch der Umstand Venezuela. Meine Damen und Herren, man muss sich das nur vorstellen unter dem Gesichtspunkt Obama, Bush und Clinton. Wenn die noch dran wären, wäre die Bundeswehr schon längst in Venezuela. Ja, als Hilfstruppen der anderen. So wäre es doch. Die Landung von 100 russischen Fallschirmjägern auf einem Flugplatz bei Caracas. Und die Bilder sind um die ganze Welt gegangen, haben dazu beigetragen, dass Venezuela aus den Schlagzeilen sofort verschwunden ist. Und dass es in Oslo Verhandlungen zwischen beiden Seiten darüber gibt, wie man sich für Venezuela verständigen kann. Meine Damen und Herren, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und die große Frage in den Vereinigten Staaten ist die, mit was haben wir es da auf Dauer zu tun? Jetzt kann man sich über diesen Mann viele Gedanken machen. Es gab aber drei Überlegungen, die offensichtlich dazu geführt haben, ihn überhaupt zum Kandidaten zu machen. Die erste Überlegung war, dass in Anbetracht der globalen Kriege, die die Vereinigten Staaten geführt haben, es ja schon die Weltfinanzkrise gegeben hat, 2008 mit dem Kollaps des internationalen Finanzsystems. Wir haben ja diese Kriege bezahlt. Soll sich doch keiner was vormachen, dass die amerikanische Infrastruktur zusammenbrechen würde, also die Substanz der Vereinigten Staaten. Das Zweite, die amerikanischen Mittelstädte haben es nicht mehr akzeptiert, ihre jungen Männer und jungen Frauen in Zickzacken zu bekommen. Das hat im Übrigen im Zusammenhang mit Syrien dazu beigetragen, dass Trump unter Bezug auf diese Entwicklung gesagt hat, ich greife da nicht ein. Und das Dritte, was vor dem Hintergrund der amerikanischen Entwicklung gesehen werden muss, als Trump zum Kandidaten gemacht wurde, gab es einen Anstieg antisemitischer Straftaten in Amerika, die durch die Decke gingen. Und meine Damen und Herren, man muss in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass dieser Umstand, diese Umstände weiter das Leben in den Vereinigten Staaten tangieren. Und dann hat der
russische Präsident Putin in Zusammenhang mit den Gedenkfeiern, die es da am 9. Mai des nächsten Jahres geben wird, gesagt, ich lade den amerikanischen Präsidenten Trump nach Moskau ein und der hat zugesagt. Meine Damen und Herren, wir sind doch wohl mit dem Klammersack gepudert. Wenn wir was dagegen haben sollten, dass zwei Leute, die sagen, wir lassen die Welt nicht zusammenbrechen und wollen miteinander reden, wenn wir denen dadurch in den Arm fallen, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die sich ausdrücklich als Anführerin der Anti-Trump-Fronde zwischen Washington, London und Berlin geriert. Meine Damen und Herren, so verquer kann man in Deutschland gar nicht sein, dass man gegen den Frieden agiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus